Aufzeichnen. So. Herzlich willkommen zum 6. Online-Meetup von Bitcoin Hub Wiener Neustadt. Heute zum Thema, warum Bitcoin-Sparplan wie und wo einrichten. Und dann gehen wir gleich los. Sparpläne, wie die letzten Wochen auch immer wieder angesprochen, profitiert vom Cost-Average-Effekt. Was das genau ist, möchte ich heute nur mal ganz kurz erläutern und mit Beispielen hinterlegen. Des Weiteren gibt es Bitcoin-Sparplan und Gold-Sparplan. Warum das überhaupt einrichten? Wie und wo? Und ja, die Bitcoin bzw. Gold sollte man ja irgendwo sicher dann lagern. Da habe ich natürlich auch ein paar Tipps für euch mit. Insofern, Bitcoin Hub Wiener Neustadt. Wisma ist ein Netzwerk, online, aber auch offline. Jetzt hat eher mehr Online-Session, aber es gibt auch noch für die Offline. Und durch das ganze Thema Corona, das jetzt nicht nur Bitcoin und Co. betrifft, sondern auch vor allem unser Geld- und Finanzthema, eine Stufe höher unter dem Deckmantel oder Themenmantel Rette dein Geld. Und meine Person, ich bin der Matthias, ich bin Ex-Banker mit über 20 Jahren Bankerfahrung, seit über oder circa 4 Jahren im Kryptomarkt vertraut. Ich habe ein paar Ausbildungen genossen, banktechnisch genauso wie Blockchain- oder Bitcoin-technisch, wenn man das so sagen darf. Ich bin Anwendungsexperte von Kryptobörsen. Ich kenne mich auch relativ gut aus bei der Sicherung von Kryptowährungen, was man da beachten muss. Und mein Hauptaufgabenfeld ist bei meinem Arbeitgeber bei Coinfinity, den ältesten Bitcoin-Broker in Österreich. Ich mache dort ein Bankthema, bin Leiter der Compliance und AML. Das heißt, ich prüfe die Verifikationen der Kunden plus die Mittelherkunft und mache sonst auch diverse Sachen wie Ansprechpartner für Banken oder Behörden. Und macht die Großkundenbetreuung, das heißt alles, was über 100.000 Euro bei uns kaufen oder verkaufen möchte. Für das bin ich zuständig, das läuft über meinen Schreibtisch. Zusätzlich bin ich noch seit Jänner 2018 selbstständig tätig mit meinem Gewerbeschein als EDV-IT-Krypto-Anwendungsberater. Gerne auch, mein kurzer Hinweis, ich bin wirklich sehr aktiv auf Social Media, man kann mich folgen, LinkedIn, Xing, Facebook oder Twitter. Ganz wichtig, der Vortrag oder dieses Meetup, dieses Online-Meetup spiegelt nur die reine Privatmeinung von mir wider und es ist keine Vermögensberatung. Das heißt, es wird keine Kaufempfehlung abgegeben und alle Angaben sind zwar nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, aber jedoch ohne Gewähr und jeder trifft seine Investitionsentscheidung selbst. Generell sind Transaktionen mit Kryptowährungen mit Risiken verbunden, die sogar bis zum Totalverlust führen können. Online-Beratung, und das möchte ich vielleicht nur ganz kurz ausführen, warum und wieso. Zunächst war die Online-Beratung von meiner Seite aus geplant zu den wichtigsten Krypto-Fragen. Durch das, dass wir jetzt eine Stufe sozusagen höher gekommen sind mit den Geldfragen, habe ich diese Anwendungsberatung etwas ausgedehnt. Und zwar auf das Thema Fixkostencheck. Da habe ich eigene Excel kreiert. Die ist am Finalen fertig werden. Mir fehlt nur mal das Layout. Ansonsten ist es fertig. Ich habe schon Vorbestellungen. Die bekommen es hoffentlich bis zum Sonntag. Und ich helfe Menschen beim Einrichten des Goldsparplans, Bitcoin-Sparplans, bei der Abwicklung von Crowd-Investitionen, das heißt bei der Anmeldung, Verifikation, wie gebe ich das ein, das Thema Sicherheit spielt damit, Aktiensparplänen und Anmeldungen bei Online-Brokern, bei Bitcoin-Brokern, beim Goldhändler, wie auch immer. Und gleichzeitig habe ich eine Kooperation, Zusammenarbeit mit den bezüglich eines Energiechecks, Kredit- und Versicherungscheck. Es ist eure Investentscheidung. Ich helfe sozusagen bei der Umsetzung. Jetzt kriege ich den Hinweis, den oberen Teil der Präsentation. Okay, das sollte natürlich nicht sein. Ich weiß aber jetzt gar nicht, wie ich das ausschneiden oder beenden sollte. Gehen wir mal voran. Heute das Thema vorgelagert, was heißt eigentlich Cost Average Effect? So, und ich bediene mich immer sehr, sehr gerne Unterlagen und Beschreibungen von Banken, weil die prinzipiell mit diesem Produkt ja jahrelange Erfahrung haben. Und da gibt es dieses Apple-Beispiel der Hypo Oberösterreich, das habe ich ganz nett gefunden. Und das soll das sozusagen einmal veranschaulichen, nämlich man hat hier 4 Kaufzeitpunkte, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, wann ich Äpfel kaufe.
Die Äpfel haben einen unterschiedlichen Preis, je Zeitpunkt. Im Frühjahr 2 Euro, im Sommer 1,10 Euro, 1,40 Euro, 2,50 Euro. Und dann gibt es zwei verschiedene Säulen. Erstens einmal, sie kaufen immer dieselbe Menge, was ja teilweise bei Verbrauchsgütern natürlich Sinn macht, weil ich brauche halt zu Hause immer 10 Kilo Äpfel für irgendwas. Ja. Kann man auch fürs Tanken zum Beispiel nehmen, also ich tanke immer 50 Liter, ja, also zum Beispiel. Ja. Und es gibt halt dann multipliziert mit dem jeweiligen Preis die Gesamtkosten. Und wenn ich das sozusagen mache, immer für die gesamte, für dieselbe Menge, ja, komme ich auf eine Jahreskaufsumme von 40 Kilo mit einer Gesamtsumme von 70 Euro. Das heißt, ich habe einen Durchschnittspreis von 1,75. Würde ich aber immer nur um denselben Betrag kaufen, ja, zum Beispiel 17,50 Euro hier, ja, kriege ich natürlich unterschiedliche Kilo beim selben Preis. Ja. Also ich gebe 70 Euro aus da und 70 Euro aus da, habe aber hier um 4,16 Kilo mehr Äpfeln als bei dieser Variante und einen deutlich geringeren Durchschnittspreis von 1,58 Euro. Das ist einmal so das Grundprinzip. Das kann ich jetzt natürlich für alles darstellen. Das Thema ist aber Wert versus Preis. Und das vor allem in Zyklen, weil vor allem jetzt nicht der Apfelpreis, aber auch der Ölpreis bewegt sich doch in gewissen Zyklen. Also wenn der Verbrauch im Winter größer ist, ist vielleicht der Preis tendenziell auf Jahre gesehen oder auf Jahrzehnte gesehen immer in den Wintermonaten vielleicht höher als in den Sommermonaten oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es natürlich auch Rezessionsphasen, es gibt Boomphasen von der Wirtschaft, wo einfach mehr Öl gebraucht wird. Und da sieht man natürlich, dass es so Zyklen gibt. Ne? Also Wirtschaftsaufschwung, Wirtschaftsabschwung, Rezession, Wirtschaftsaufschwung. Und dieser Cost-Average-Effekt, der auf Deutsch Durchschnittskosteneffekt genannt wird, soll uns eigentlich bei der Kaufentscheidung für Anteile helfen. Deswegen das Apfelbeispiel ist gar nicht so das optimale Beispiel dafür, sondern ich sage immer Wert versus Preis. Also wenn wir wirklich so Wirtschaftszyklen haben, wie wir sie die vergangenen Jahrhunderte immer wieder gesehen haben, Boomphasen, Rückgangphasen, Rezessionsphasen auf, haben wir große Verzerrungen des Wertes mit dem Preis. Das heißt, der Preis ist ja sozusagen das, was die aktuelle Aktie des Unternehmens an der Börse derzeit gehandelt wird. Es kann aber natürlich sein, dass der Wert des Unternehmens dahinter wesentlich höher dasteht. So wie wir das gesehen haben jetzt bei diesem Sell-Off, Anfang von der Corona-Krise, wo ja jeder sozusagen auf den Verkaufsbutton gedrückt hat und gesagt hat, wir kommen jetzt auf ganz dünnes Eis, ich will raus aus all meine Assets, dann hat man möglicherweise den Effekt, dass der Preis sehr stark runtergeht, währenddessen aber der Wert des Unternehmens de facto von der Corona-Krise gar nicht stark betroffen ist, sondern vielleicht sogar profitiert. Man sieht das jetzt auch bei Amazon, die jetzt derzeit in All-Time-High notieren. Das heißt, wer da zu diesem kurzen Preis eingekauft hat, da war auch Amazon dementsprechend günstiger, weil die Aktie kann sich, wenn der ganze Markt runtergeht, natürlich diesen Sog nicht entziehen. Und das muss man auch einmal ganz deutlich sagen, niemand also kann wirklich zum besten und zum günstigsten Preis kaufen. Also niemand weiß, wann genau da unten ist, ja? Und niemand weiß, wann genau da oben ist. Deswegen behilft man sich eigentlich einer Regelmäßigkeit, die halt eben zum Beispiel auf monatlicher oder wöchentlicher Basis etc. Gemacht wird, um eine breite Streuung der Investments nach Zeithorizonten anzugeben. Weil man davon ausgeht, dass wenn diese Zyklen immer in diesem selben Muster ablaufen, in diesem Wellenmuster, man immer unterschiedlich kauft. Und der Cost-Average-Effekt ist aber kein System, und das ist ganz wichtig zu verstehen, um eine höhere Rendite zu haben. Also es ist jetzt kein Mechanismus, den ich einsetzen kann, damit wenn der Markt in einem Jahr 20% dazu gewonnen hat, dass ich jetzt plötzlich 22 oder 23% machen kann. Also das geht im Normalfall nicht. Es gibt ein paar Marktsituationen, die, wenn sie sich sozusagen während des Jahres so oder so verhalten, also zum Beispiel eine kleinere Welle, die dann gefolgt wird von einer größeren Welle im zweiten Halbjahr, wo ich dann vorher schon die Anteile habe, dann würde es sich auszahlen. Aber im Prinzip kann man auf sowas nicht bauen.
Genau, das ist auch das Thema der nächsten Folie. Also wo würde dieser Cost-Average-Effekt nicht funktionieren? Ja? Also wir funktionieren tut er nur in Märkten, wo man davon überzeugt ist, dass es langfristig steigende Kurse gibt. Ja? Eben bei Unternehmen, die sozusagen immer vor Augen haben, Gewinn zu erwirtschaften. Ja? Das ist ja die ursprüngliche Aufgabe eines Unternehmens, Gewinn zu maximieren, effizienter zu produzieren, etc. Also in diesen Märkten. Ja. Oder zum Beispiel auch im Markt von Gold. Ne. Also Gold ist ja auch immer damit behaftet, dass die Menge sozusagen auch begrenzt ist, aber es mehr Menschen gibt, die Gold haben wollen, etc. Und dass man davon ausgehen kann, dass langfristig, und da reden wir halt eben von 15, 20 Jahren, der Goldpreis höher sein wird als zum jetzigen Zeitpunkt. Und wenn ich auf diese Entwicklung setze, weil ich von dieser Asset-Klasse überzeugt bin, dann macht es auf jeden Fall einen Sinn, wenn ich da mit einem Sparplan anfange, weil innerhalb des Jahres es relativ statistisch gesehen dann egal ist, wann ich kaufe. Ich soll halt eben nur zu unterschiedlichen Zeitangaben kaufen. Und wie gesagt, die Marktentwicklung der Zukunft entscheidet über den Investmenterfolg. Logisch, ne? Wenn ich jetzt einen Sparplan anfange und der Markt geht die nächsten 5 Jahre nur nach unten, ja, dann habe ich keinen Cost-Average-Effekt, sondern dann habe ich Geld verbrannt. Ja. Und am besten anwendbar, weil man es eben im Vorhinein nicht weiß, sind hochvolatile Assets. Das heißt, die Assets, die während des Tages, während der Woche, auf Monatsbasis sehr stark schwanken, sogenannte Volatilität, die Schwankungsbreite. Und da haben wir schon auch, vor allem beim Bitcoin, aber auch beim Gold Schwankungsbreiten drin. Woher weiß ich aber im Vorfeld, welche Asset-Klasse mir eine gute Rendite bringen wird, das weiß niemand. Ich habe da einen Chart mitgebracht von der Presse. Die haben am 16.12. verschiedene Asset-Klassen aufgezeigt mit der Jahresperformance. Das heißt, das waren da knapp, kann man sagen, 350 Tage des Jahres 2019 bereits absolviert, wenn man das so sagen kann. Und der ATX hat 16% war damals im Plus, gemessen am Wert vom 1.1. Der deutsche Aktienindex 26%, Gold 19% im Plus, der MSCI World, also der breit gestreute Weltaktienindex 24%, der japanische Markt war 24% im Plus, Öl, die Sorte Brent, war 20% im Plus, ein gewisser Rohstoffindex mit verschiedenen Rohstoffen drin 7% im Plus, der amerikanische S&P 500 29% im Plus und generell der US-Dollar 3% im Plus. Ja. Das heißt, hätte ich nur auf den ATX gesetzt, wäre ich 16% im Plus. Hätte ich nur auf den MSCI World gesetzt, wäre ich 24% im Plus. Ja. Und so weiter und so fort. Aber das weiß ich eben im Vorhinein nicht. Deswegen breit streuen. Also das jeweilige Portfolio immer breit streuen auf möglichst viele Asset-Klassen mit unterschiedlichen Korrelationen. Was das ist, das zeige ich jetzt dann gleich. Eine kurze Aussage noch, weil es immer wieder kommt, Einmalanlagen. Man hat immer wieder Vergleiche, jetzt in dem Fall war das ein LinkedIn-Artikel, Quelle ist Bloomberg. Was wäre geworden, hätte ich 100.000 Euro am 01.01.2019 zum Beispiel in Bitcoin investiert? Ja? Okay, hätte am 31.12. 200.000. Ja? Aus Palladium, also aus dem Edelmetall, wären 155.000, also plus 55%. Aktien Athen, also Griechenland, Russland. Das sind übrigens die Märkte, die damals vor der Finanzkrise stark betroffen waren. Chinesische Aktien plus 34%. USA haben wir schon gehabt, 32%. S&P 500. Das heißt, es hat dann die paar Tage, die es dann vom 16.12. am 31.12. noch gegeben hat, auch noch einen starken Kursrutsch gegeben nach oben. Schweizer Aktien sind gut gelaufen. Brasilianische Staatsanleihen Griechenland, plus 30%. Zu den Anleihen macht man vielleicht nur mal ein separates Video, weil das ist gerade sehr, sehr spannend, was sich dort abspielt. Generell Öl war 30%, dieser MSCI World 27% und da unten argentinische Pesos, mit dem hätte man knappe 35.000 Euro verloren. Aktien in Sambia, Gambia, also die afrikanischen Staaten, nicht gut performt. Chilenische Aktien minus 13%, Aktien Argentinien minus 12% und Stahl, also der Rohstoff Stahl, plus minus 0, also minus 2-3%. Das heißt, Dollar Sparbuch vielleicht da noch. Mit Sparbuch wäre man zwar ein Plus gewesen da, falls es keine Negativzinsen gegeben hätte. Staatsanleihen Weizen, ja, also ganz interessant, wie da die verschiedenen Asset-Klassen performen.
Wie schaut es jetzt heuer aus, year to date? Das ist bis 13.04. glaube ich. Der amerikanische Techno-Index Nasdaq minus 9%, trotz der starken Wiederaufnahme des Handels bzw. den Geldmarkt hineingepumpt, S&P minus 13. Der Dow Jones, der breit gefächerte, minus 17. Gold, haha, plus 15%. Die haben voriges Jahr schon plus 20 gemacht. 10-jährige Staatsanleihe, das hat sich fast halbiert. Und Öl, trotzdem noch immer minus 62%. Voriges Jahr plus 20. Ja. Und da sieht man eigentlich, wie stark das zack, zack, plötzlich innerhalb von relativ kurzer Zeit ein komplett anderes Bild. Ja. Plus 20%, minus 17. Ja. Und so geht das hin und her. Das heißt, zur Erinnerung, meine Vorgehensweise, weil erstens einmal weißt du nicht im Vorfeld, welche Asset-Klasse wirklich gut performen wird. Deswegen Cash is King. Also derzeit, ich würde wirklich noch 50% der nicht gebrauchten Investitionssumme Rücklage behalten. Entweder in Cash oder auf einem elektronischen Sparkonto BAW belassen, weil ich denke, dass es möglicherweise noch zu Rücksetzer kommen kann. Wenn nicht die nächsten Wochen, aber vielleicht die nächsten Monate, weil alle Indikatoren sagen Rezession. Ja, da gibt es auch Charts, Deutschland zum Beispiel minus 8%, für Österreich ist minus 6, irgendwas Prozent Wirtschaftsleistung, Rückgang. Und möglicherweise hat das noch ganz andere Auswirkungen in der Realwirtschaft, als wir es jetzt das sehen. Das restliche Geld eben nicht in Einmalerlege, weil das ist nämlich genau dann diese Situation, die wir vorher gehabt haben in dem hier, also wo man suggeriert, man hat am 1.1. investiert, ja, sondern ich denke, dass es gut ist, wenn man die Investitionssumme, die man plant, aufteilt, ja, nämlich über viele Monate. Und da ist es halt bei mir so, dass ich mir Gedanken mache, erstens über Gold, ja, über Bitcoin, über Immobilieninvestments und über Aktien- bzw. ETF-Sparpläne. Und da darf es dann sozusagen diese Konstellation sein von diesem frei verfügbaren Geld, das ich nicht brauche. Ich sage mal, bei einem ETF sollte man das Geld mindestens 5 bis 10 Jahre nicht brauchen. Immobilieninvestment detto, Bitcoin sowieso auch und Gold sollte sowieso auch langfristig gesehen. Ja, das ganze Thema heißt Step Investing. Ja. Habe ich mir jetzt sagen lassen, habe ich auf LinkedIn gelesen. Das heißt, wenn ich plane, meine Investments ja, auf die nächsten 6 bis 24 Monate in gleichen Tranchen zu verteilen, je nach Asset-Klasse, dann heißt es Step Invest. Ja, Step Investment. Ja. Weil ich einfach nicht weiß, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist und ich teile es dann sozusagen auf. Und dann habe ich sozusagen den Bitcoin-Chart, ja, weil die Schwankungsbreite, ich sehe das da nicht ganz, ich habe es ausgerechnet, 65% haben wir in der Spitze gehabt, also wir waren da eben über die 11.200, das war so Juli, August vorigen Jahres und waren dann sozusagen unten heuer bei knapp 4.000, ja, und so schwankt halt der Bitcoin extrem, ja, 65%. Und bin dann hergegangen und habe so eine Musterberechnung gemacht. Ich habe dann rausgesucht aus dem CoinMarketCap-Chart immer den 20.04., wo auch Bitcoin in Euro 4.902. Schlagt es mir jetzt bitte nicht plus, minus irgendwas. Ich habe das händisch rausgesucht, damit man mal so einen Vergleich hat. Ja. Am 20.05. war es 7.120, 6. Und ihr seht schon, das ist ungefähr diese Kurve, wie man es da hat, nur man erwischt es natürlich nie ganz oben und nie ganz unten, sondern weil man hat immer einen fixen Zeitpunkt, ich habe halt in dem Fall jetzt den 20. Jetzt jedes Monats dahergenommen. Das mache ich jetzt 12 Mal, weil ich habe 250 Euro zum Beispiel in so einen Monatssparplan drinnen, Bitcoin-Sparplan, und da kriege ich eben unterschiedliche, weil der Kurs unterschiedlich ist, natürlich unterschiedliche Anteile von Bitcoin. Einmal 0,05, 0,03, zack, 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 zack. Wenn ich das dann aufrechne aufs Jahr, habe ich sozusagen 0,39 Bitcoins gesammelt. Währenddessen, wenn ich hier einen Durchschnittskurs berechne, der Durchschnittskurs 7.821 Euro auf die letzten 12 Monate war. Die Frage ist jetzt, ist das gut oder ist das schlecht? Ja, und da gibt es verschiedene Antworten. Und die erste Antwort ist, ich vergleiche mal,
diesen Durchschnittskurs, den ich da gehabt habe, ja, wann war sozusagen mein Kaufzeitpunkt drüber, ja, also über diesen Durchschnittskurs, dann habe ich es da rot eingezeichnet, und wann war der Kaufzeitpunkt unter diesem Durchschnittskurs. Und es ist also ganz einfach, es gibt 6 Zeitpunkte, die waren unterdurchschnittlich, und jetzt genau 6 Zeitpunkte, die waren oberdurchschnittlich. Aber ihr seht, dass das eigentlich schon wieder mit dem doch stark korreliert, nämlich mit diesen Wellen. Und da sind wir wieder bei diesen Wellen. Niemand weiß die Wellen im Vorfeld auswendig oder weiß, wann die nächste kommt. Und dann haben wir noch ausgerechnet, ich habe natürlich da investiert, derzeit über das Jahr 3.000 Euro, und habe aber bei 20.03., wenn ich jetzt die 0,39 mit die 6.096 multipliziere, nur einen Wert von 2.432. So. Und jetzt kann ich natürlich darüber diskutieren, ist das gut oder schlecht, ja? Weil der Wert am 20.03. ist natürlich immer eine Momentaufnahme, nämlich zu diesem Kurs. Ja? Und zu diesem Kurs muss ich es aber bewerten, weil das wäre auch der Kurs, zu dem ich es jetzt auch wieder verkaufen könnte, die 0,39. Ja? Ein Jahr ist vielleicht zu gering genommen für das, weil wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es eine Wertsteigerung gibt, ich habe zwar eine Wertsteigerung von, eine Preissteigerung, Entschuldigung, da wäre das immer ein Bitcoin, von 4.900 auf 6.000, ja, aber trotzdem durch die starken Auf- und starken Ups eigentlich schlecht investiert, könnte man sagen. Ja. Wenn ich aber diesen Langfristchart jetzt hernehmen würde von Bitcoin, seit, zum Beispiel seit dem Beginn, dann würde die Aufzeichnung ganz, ganz anders ausschauen. Ja. Aber es kann immer wieder Monate oder auch Jahre geben, wo ich sozusagen mein Investment verglichen mit dem aktuellen Kurs, wo ich sozusagen noch hinten bin. Aber da darf ich mich nicht bieren lassen, weil ich habe dann diesen Sparplan abgeschlossen, weil ich von diesem Asset überzeugt bin und weil ich einen gewissen Anlagehorizont habe. Also bei Bitcoin sollte man schon zwischen 5 und 10 Jahre den Monatssparplan, Bitcoin-Sparplan ins Auge fassen. Und wenn ich mir dann Gold als Schwankungsbreite anschaue, und da war ich sehr überrascht, wie ich mir das angeschaut habe, bei einem Jahr, der Einjahreschart, wir waren da, das ist jetzt in Euro, genau, bei knapp 1.125 Euro und sind jetzt bei knapp 1.600 Euro sein. Ja? Das heißt, gute 500 Euro im Plus und ca. 60%, nicht genau, wenn ich jetzt sagen kann, 60%, das muss ich korrigieren, um die 40%. Das heißt, auch beim Gold haben wir extreme Schwankungen. Ja? Obwohl Gold ja eigentlich ein Rohstoff ist, der mit einer geringen Inflation, also mit einer geringen Fördermenge im Vergleich zur Gesamtmenge, die da ist, ausgestattet ist, aber man sieht da diese Verwerfungen am Geld- und Kapitalmarkt, nehmen natürlich auch vor Gold keine Rücksicht. Deswegen glaube ich, dass Gold auch ein sehr gutes Instrument ist für die langfristige Besparung mittels Sparplan. Wenn jetzt der Preis eigentlich immer nur so herumtümpeln würde, ja, aber ich nutze eben Asset-Klassen, so wie Aktien, so wie Bitcoin, und man sieht auch Gold hat starke Schwankungen, für einen Sparplan. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie und wo kann ich das sicher und seriös einrichten? Und da muss ich natürlich meinen Arbeitgeber jetzt vor den Vorhang holen. Das ist natürlich Coinfinity. Ja? Weil Coinfinity der Bitcoin-Broker, der älteste in Österreich ist und, und. Wir haben bei einem österreichischen Unternehmen, wenn du deine Bitcoins dort kaufst, kannst du das 24 Stunden, 7 Tage der Woche tun. Kannst du natürlich auch einen Bitcoin-Sparplan abschließen und. Wichtig ist, dass du eine Rechnung hast, die auf deinen Namen lautet, wo du sozusagen offiziell angemeldet bist, ja, weil den Nachweis wirst du brauchen, zum Beispiel fürs Finanzamt. Wichtig ist auch, dass du einen telefonischen Support bei uns hast, Montag bis Freitag während der Öffnungszeiten, wo dir zum Beispiel zum Kauf oder zur Verkaufabwicklung geholfen wird, wo du Fragen stellen kannst zur Verwendung der Card Wallet, zum Bitcoin-Bo und so weiter und so fort. Wo kannst du sonst noch anrufen und wirst auf Deutsch sozusagen serviciert. Ja? Also das ist immer wieder auch ein Thema für unsere Kunden, dass sie bei uns anrufen können. Wir haben ein Walk-in-Office in Graz. Das ist jetzt derzeit leider nicht besetzt bzw. noch geschlossen. Da haben wir auch einen Bitcoin-Automaten drinstehen in der Grinskasse. Das heißt, man kann hingehen, kann face-to-face mit Personen plaudern, kann Meinungen austauschen, kann Fragen stellen, auch zu den ganzen Themen, was natürlich...
man braucht einfach eine gewisse Sicherheit im Handling. Ja? Und wenn jemand dabei ist, der mir bei den ersten Schritten hilft, mich an der Hand nimmt, mir das erklärt, gemeinsam die erste Transaktion macht, ich denke mal, das ist sicherlich eine sehr gute Geschichte. Wir haben verschiedenste Teammitglieder, die ganz in Österreich vortragen, also Referenten unterwegs sind. Da bemühe ich mich sehr, der Max Tertinek, wir haben Developer, wir haben also viele Teammitglieder, die sich da engagieren, um auch diese Idee von Bitcoin und auch das, wo die Technik dahinter steht, sozusagen auf den verschiedensten Plattformen und sonstigen zu kommunizieren. Dann vielleicht für diejenigen, die es betrifft, wir bieten auch einen OTC-Handel eben ab 100.000 Euro mit einer persönlichen Betreuung durch meine Person ab. Das möchte ich vielleicht auch kurz erwähnt haben, weil das gibt es so in Österreich auch nicht. Und last but not least, seit 10.01. offiziell registrierter Dienstleister für virtuelle Währungen in Österreich und wir sind auf der Homepage der Finanzmarktaufsicht angeführt. Das alles denke ich schon, dass es ein sogenanntes Power Package ist, wenn es darum geht, okay, ich habe einen Bitcoin-Broker meines Vertrauens, ich kenne die handelnden Personen dort, ich bin mit der Abwicklung vertraut, ich habe dort ein Produkt zur sicheren Lagerung wie die Card Wallet. Heute habe ich es ein bisschen mit die Folien, mit dem Hin- und Herfahren, es tut mir leid. Der Bitcoin-Sparplan, wir bieten das auch an. Und da lasse ich mir nur von meinem guten Kryptowinzer Krauscher aus Großhöflein, Prost, einen kurzen Schluck machen. Weil jetzt kommen wir zu der Abwicklung und zur Anlage des Sparplans. Also wenn ich sozusagen mich entschieden habe für denjenigen, der mir dieses Produkt oder die Dienstleistung anbietet, sollte man dann auch vergewissern, wie läuft das ab und was muss ich beachten. Und der Ablauf ist relativ einfach. Man muss sich einmal registrieren bei Coinfinity auf der Homepage coinfinity.co und der Sparplan rechts oben einfach auf Registrieren klicken. Da gibt man kurz seine Daten ein, wird dann über ein Video-Ident-Verfahren identifiziert und kann dann eigentlich sofort starten, seine Bitcoins zu kaufen und auch zu verkaufen und kann dann, wenn er verifiziert ist, einfach mittels Mail die gewünschte Bitcoin-Adresse bekannt geben, den Eurobetrag zum Beispiel 250 Euro, so wie wir es vorher in dem Beispiel gehabt haben, möchte ich bitte jeden ersten ansparen. Sie bekommen dann ein E-Mail mit der Auftragsbestätigung, mit den Details, weil Sie müssen dann den Dauerauftrag bei Ihnen bei der Bank anlegen. Und der Dauerauftrag muss natürlich einen gewissen Verwendungszweck aufweisen, damit wir das richtig zuordnen können. Da gibt es eine Auftragsnummer, die muss man unbedingt mit anführen. Ja, wenn das eingerichtet ist, kann man sich zurücklehnen und sozusagen jedes Monat, man kann auch von mir aus jede Woche, alle 14 Tage so einen Bitcoin-Sparplan ablaufen lassen. Mindestinvestsumme sind 50 Euro. Und ich sage einmal dazu, ich habe den jetzt seit knapp zwei Jahren laufen. Bin sehr zufrieden, ich muss mich nicht mehr drum umschauen, schaue ab und zu mal auf die Wallet rein, schaue die Eingänge an, sehe, wie unterschiedlich die Anteile sind, die ich kaufe. Aber wie gesagt, ich mache keine Einmalerlege mehr in Bitcoin, sondern ich habe meinen Bitcoin-Sparplan und brauche mich da nicht mehr umschauen. Wenn ich jetzt den Bitcoin-Sparplan angelegt habe, ist das zweite Thema der Goldsparplan. Und da habe ich auch schon etliche Fragen bekommen, wo ich meinen Goldsparplan gemacht habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da bei der Münze Österreich super aufgehoben. Ich kenne dort Mitarbeiter der Münze Österreich, auch die für den Online-Bereich verantwortlich sind. Und ich muss sagen, die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Münze Österreich, vielleicht auch ganz kurz. Ich als Compliance Officer mache natürlich immer ein bisschen Research. Wer sind die Haupteigentümer der Münze Österreich? Und da sieht man zu 100% die Österreichische Nationalbank. Wem gehört die Österreichische Nationalbank? Zu 100% der Republik Österreich. Das heißt, wir sind da mit einem 100%igen Staatsunternehmen konfrontiert. Das heißt, von der Sicherheit, ja, der Abwicklung, ja, also wem ich da mein Geld anvertraue, in Vorauskasse, ja, der mir dann sozusagen das Gold schickt und. Also besser kann ich es eigentlich gar nicht haben. Ja. Ich habe da noch rausgezogen, das Impressum bzw. die Kontakte etc. Es ist alles da, man kann dort auch anrufen, da wird ihnen weitergeholfen. Aber sie haben zum Thema E-Commerce einen sehr guten Ablauf online. Und ich denke, das ist sehr, sehr gut beschrieben. Es gibt die 25 wichtigsten Fragen rund um diesen Goldsparplan. Warum ein Goldsparplan? Das möchte ich euch nicht vorenthalten.
real und krisensicher. Klar, da wird ein bisschen aufs Papiergeld hin, auf die Inflation oder wie auch immer. Über lange Zeiträume wird auch angegeben, es ist einfach und unverfänglich. Prinzipiell muss man sagen, auch der Bitcoin-Sparplan. Wenn Sie den nur einmal bespart und dann wieder aufhört, ist es vollkommen egal. Wenn Sie dann die Bitcoins nachher nehmt und sofort wieder verkauft, ist es vollkommen egal. Das hat natürlich einen großen Vorteil, nämlich die Flexibilität. Auf der anderen Seite sind natürlich etliche Investoren, die gerne oder nicht so eine hohe Disziplin vielleicht haben, dazu geneigt, wenn sie ein, zwei Jahre angespart haben, oh, da liegt ein bisschen Geld, vielleicht brauche ich was, dass man es dann auflöst vorzeitig. Ja. Und dann nimmt man sich eigentlich das Wesentliche weg, wenn man schon einen gewissen Anteil angespart hat, dass man dann vielleicht möglicherweise von größeren Kursen profitieren kann, nimmt man sie dann weg, weil man dann zu schnell verkauft. Ja. Also diese Disziplin sollte man immer an den Tag legen. Da ist es immer ganz gut, wenn man dann das, was man gekauft hat, vielleicht etwas weggeben kann, wo man nicht gleich zugreifen kann. Ja? Aber dazu komme ich dann später. Und das passt zu Ihnen. Also man kann monatlich, vierteljährlich etc. Es ist auch von den Gebühren her, es wird in einem versicherten Versand versendet mit 5 Euro exklusive, also um die 6 Euro dann sozusagen für einen Bestellwert bis zu 510 Euro. In Österreich dann 7 Euro und. Ich muss mir um nichts umschauen. Ich habe meine Kreditkarte hinterlegt. Die Sendung ist versichert, wertversichert und wird nach Abbuchung versendet. Das dauert dann ein paar Tage, aber prinzipiell funktioniert das super. Das Ganze kann man alles online abschließen. Man muss sich auch nicht verifizieren für das, sondern man gibt nur den Namen und die verschiedenen Daten ein. Es sind 7 Schritte. Man wählt dann sozusagen diesen Goldsparplan aus. Der Goldsparplan ist nur, also derzeit nur mit Golddukaten und mit Wiener Philharmonikern möglich. Aber man findet da das Auslangen, weil man nimmt, dann nimmt man halt sozusagen vom Dukat, also vom Philharmoniker jetzt nicht den großen Dukaten, sondern nimmt quasi die Größe, die zu mir passt für meinen monatlichen Sparbetrag. Ja. Man sieht das dann, wenn man dann online draufklickt. Ich hinterlege da einfach die Kreditkarte, das wird dann von der Kreditkarte abgebucht, ich brauche kein Bankkonto, ich brauche keinen Zollschein oder sonst irgendetwas, das ist vollautomatisiert, ich richte es einmal ein, fertig ist das Ding. Ja. Und kommt zu mir nach Hause. Ja, kann man auch, da kann man eine kurze Unterbrechung eingeben online, wobei da... Es ist auch innerhalb, glaube ich, von 3 Klicks, wenn du dann angemeldet bist bei der Münze Österreich, kannst du innerhalb von 3 Klicks, du kannst auch mehrere Pläne dazu aufsetzen. Du kannst einen Silbersparplan, einen Platinsparplan, einen Goldsparplan und. Und du brauchst den nicht kündigen. Ja? Du kannst den einfach sozusagen aussetzen, stornieren oder wie auch immer. Also vollste Flexibilität dort gegeben. Was du natürlich auch machen kannst beim Goldsparplan ist, du kannst jeden Monat zur Bank gehen, selber. Ja. Aber da bin ich halt bei diesen Sparplänen, ich will das einmal anschließen, ich muss mich da einmal anmelden, ich muss einmal die Daten eingeben, okay, das sind halt 15 Minuten Zeit, die ich da investieren muss, aber dann soll das alles so automatisiert wie möglich passieren. Ja. Und Automatisierung ist gerade beim Thema Gold gut, aber wir werden da jetzt auf das wesentliche Thema kommen, nämlich das Thema der Lagerung. Was passiert, wenn mir eigentlich dann die Bitcoins geschickt werden? Und was passiert, wenn ich eigentlich das Gold sozusagen vom Postler in Empfang nehme? Weil da gibt es etliches zu beachten. Und da möchte ich euch darauf hinweisen. Nämlich das Erste, bevor ich überhaupt so einen Bitcoin- oder Goldsparplan anlege, sollte ich mir Gedanken machen über Passwörter, Lagerung der Passwörter und Zugangsdaten. Und da habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen mit dem Passwortsicherungsprogramm KeePass gemacht. Das heißt, auf KeePass ist eine Software, die kann man runterladen, die ist Open Source, hat wirklich sehr, sehr gute Werte, ist kostenfrei ja, und hat sehr, sehr gute Werte zum Thema Sicherheit. Man legt sich einmal ein wirklich sehr, sehr langes Sicherheitspasswort fest und kann dann sozusagen alle möglichen Einträge dort anlegen. Das heißt, wenn ich mich bei Confinity angemeldet habe, melde ich mich mit meiner E-Mail-Adresse und mit einem Passwort an. Und dieses Passwort, okay, kann ich jetzt eingeben, 12345
ist nicht sonderlich sicher, sondern ich benutze hier KeePass. Das heißt, ich mache einen neuen Eintrag, sage, ich möchte mich für Confinity, gebe dann sozusagen das ein und KeePass schlägt mir ein Passwort vor. Und dieses Passwort ist wirklich wie Private Key, kann man fast sagen. Ich glaube, 12 Stellen oder so lang. Klein-Großschreibung, Dings, man kann sogar mit Sonderzeichen einstellen und. Und das macht KeePass automatisiert. Und ich sage dann nur mehr von KeePass kopieren, füge das als Passwort ein bei der Webseite und lasse mir dieses Passwort auf der Webseite auf dem jeweiligen Anbieter sichern. Ja. Und ich habe immer die volle Kontrolle über das KeePass, ja, und habe sehr, sehr sichere Passwörter über das ganze Ding. Und das Zweite ist natürlich, ganz klar, oldschool wie ich bin, das Notizbuch. Das Notizbuch hat aus meiner Sicht, seitdem ich mit Bitcoin beschäftige, eine absolute Renaissance, weil ich im Notizbuch immer alles drin habe. Und das Notizbuch, das sage ich auch allen meinen Kunden, hat den riesengroßen Vorteil, wenn mit mir irgendwas passiert. Weil wenn mit mir irgendwas passiert, muss dann sozusagen meine Frau Zugang zu meinem Gerät haben, die muss das Sicherheitspasswort von KeePass kennen, die muss eine Software dann sozusagen wieder hochladen und. Ich schreibe eigentlich fast alles in ein Notizbuch. Meine Frau weiß, wo das Notizbuch liegt. Und von dem her ist einfach für mich offline, hat halt doch gewisse Vorteile. Was wesentlich ist, das Notizbuch darf halt dann nicht herumliegen, sondern das sollte dann wirklich sicher, safe, Briefschließfach, also Schließfächer in einer Bank oder wie auch immer, und dort sollte das Ganze hinterlegt sein. Und so sicher als möglich. Ne? Des Weiteren, beim Gold, um jetzt mit dem Leichteren zu beginnen, das heißt, der Briefträger bringt mir das Gold. Ich freue mich natürlich, denke mal, okay, zu Hause aufbewahren. Ich kann es natürlich zur Bank bringen, wenn ich da eine Safe-Anlage habe, ich kann es zu Hause verbuddeln. Ja. Aber die meisten haben zu Hause eigentlich so eine Art Tresor, ja, oder ein sehr, sehr gutes Versteck, ja, wo man halt gewisse Mengen von Goldmünzen lagert. Ja. Also wenn man dann 2, 3, 4 Kilo Gold hat, wird man sich sicher andere Lagerungen überlegen müssen. Aber ich denke mal, für den Otto normaler Hausverbrauch vor ein paar tausend Euro in Gold, denke ich mal, wird man mit so einem Tresor sicher das Auslangen finden. Beim Bitcoin von der Lagerung her gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Ja? Also viele nutzen das Hardware-Wallet, den Tresor, oder das Hardware-Wallet, das Ledger Nano S, wo ich zum Beispiel auch meinen Kunden sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Jedoch ist dann nicht jeder Firm für das. Man muss es einrichten, man muss eine separate Software installieren, die muss mit dem Hardware-Tool kommunizieren, man muss Sicherheitspasswörter aufschreiben, das sollte man sich auch wieder irgendwo hinlegen, wo es sicher ist und. Ist nicht jedermanns Sache, gibt es auch andere Dinge, wie zum Beispiel diese Private Keys in der feuerfesten Variante hier, wo man die Einzelbuchstaben einfach so reinschiebt, ja? Dann kann man sozusagen den Rest vergessen. Man macht es dazu und legt das natürlich auch wieder an einen sicheren Ort. Das heißt, die sichere Aufbewahrung, der sichere Ort bleibt uns überall erhalten. Beim Gold, beim Bitcoin-Wallet, also quasi, wo bringe ich diese Bitcoin-Dinge unter. Aber mir gefällt das sehr, sehr gut, weil es wasserdicht, vom Brand, überhaupt kein Thema. Manche kenne ich, die haben auch noch das Good Old Paper Wallet aus den Anfangszeiten in Verwendung, die irgendwann einmal ausgedruckt worden sind oder irgendwann einmal in Besitz kommen sein. Natürlich erfüllt das seinen Zweck, aber Papier, ich weiß nicht, ob man dann den QR-Code noch so lesen kann, wenn das Papier vergilbt, ja, puh, und dann einmal auf der Maeta Wallet das eingeben, das ist schon eine Challenge. Ja. Also da haben wir ja da oben zwischen 28 und 33 Stellen vom Public Key und darunter wird es dann 40, 45 Stellen für den Private Key. Wenn da das Papier ein bisschen vergilbt ist, das ist schon eine Challenge. Ja. Deswegen möchte ich auch ganz kurz nochmal vorstellen, das Produkt der Card Wallet von Confinity. Wirklich, also mir wird das Produkt immer sympathischer und auch bei meinen Kunden immer beliebter. Weil das Handling ist einfach ein Traum vom
vom Aufwand her ein Traum. Man bestellt das online, das wird zu Hause geliefert. Die Card Wallet ist leer sozusagen. Ja. Die kommt in so einen Blister und über diesen Blister kann man dann sozusagen das aufmachen und da ist die Karte dann drin. Die schaut dann, habe jetzt gar nicht mit, Entschuldigung. Oberhalb ist sozusagen ein QR-Code, da ist der Public Key. Diesen Public Key braucht man sozusagen, wenn man den Bitcoin-Sparplan erstellt und dann sozusagen die Empfangsadresse Coinfinity bekannt geben muss. Weil wir müssen ja wissen, an welche Adresse wir die Bitcoin schicken. Ihr schickt sie uns sozusagen die Euros und wir wechseln dann zum jeweiligen Kurs und senden euch die Anteile an Bitcoins retour. Ja? Und wir brauchen dann sozusagen diese Information. Und dahinter ist sozusagen in einer Sicherheitsfolie versiegelt der Private Key. Ja? Sichtschutz, den hat kein Mensch gesehen. Es gibt verschiedene Algorithmen, die den sozusagen erstellt haben, wo keiner weiß, welche Algorithmen. Also es werden Algorithmen gemixt, ja? Die sozusagen dazu dienen, das Paar, das gerade genommen worden ist, so zu verschleiern, dass man es nicht nachvollziehen kann. Was habe ich da noch aufgeschrieben? Wir können die Card Wallets, es gibt eine Bitcoin Card Wallet, es gibt aber auch eine Ethereum Card Wallet, die auch gleichzeitig sozusagen Platz für ERC20 Token bietet. Ja? Es ist eben ein Made in Austria Produkt, hundertprozentig von der OSD und von Coinfinity. Die Card Wallet in Kombination mit der Chainlock App, also ich habe da eine eigene App, die ich runterladen kann und kann sozusagen die Karte in die App integrieren und habe gewisse Prüfungsschritte, die ich dann sozusagen bei der App durchführen kann, damit ich die Karte in die App einbinde, damit ich eine Visualisierung vom jeweiligen Saldo habe. Ja? Und die Speichern des Public Keys, was ist damit gemeint? Ich brauche zu den unterschiedlichsten Themen eigentlich immer den Public Key. Also wenn ich jetzt im bekannten Verwandtenkreis geschickt mir ein paar Satoshis, dann gebe ich sozusagen den Public Key weiter. Ich habe aber nicht immer die Card Wallet mit. Ist ja logisch. Wenn ich auf der Card Wallet, keine Ahnung, 10 Bitcoins oben habe, dann habe ich die in meinem Säckel eingesteckt, sondern dann liegt die sozusagen sicher im Safe. Und da tue ich gut daran, wenn ich mir sozusagen diesen Public Key aufschreibe oder eben in dieser Chainlock-App sozusagen mit mir führe, dass wenn jemand sagt, erst okay, ich möchte Bitcoin senden, dann kannst du die App rauszahlen und sagst, okay, das ist bitte meine Empfangswallet und. Ja. Ich schreibe mir diese Sachen auch auf, zum Beispiel in das Notizbuch, aber auch natürlich auf dem PC etc., wenn mir was schicken will, da ist es jederzeit gleich zur Hand habe. Man macht es ja beim IBAN von der jeweiligen Bank ja auch nicht anders. Ja. Auf jeden Fall die Karte unbedingt an einem sicheren Ort lagern und wenn man mehr Bitcoin oder Ether kauft, bitte mehrere Karten nutzen. Weil da ist mein Tipp, wenn man dann wieder verkauft, man hat zum Beispiel 5 Bitcoins auf einer Karte oben, ja, und man verkauft 2 davon, dann sollte man die 3 übrig gebliebenen Bitcoins wieder auf eine neue Karte senden, weil man davon ausgeht, oder weil man davon ausgehen darf, dass die neue Karte noch nie, also dieses Schlüsselpaar noch nie irgendwo online war. Währenddessen man mit der einen Karte, wo man die Bitcoins sozusagen signiert hat, die Transaktion zum Wegsenden, war sozusagen einen kurzen Augenblick lang, egal welches Tool man verwendet, der Private Key online. Und das ist natürlich de facto unsicher. Alles, was online ist, ist unsicher. Nur offline, habe ich da geschrieben, ist fast eben zu 100% sicher. Ja. Und man darf Elementareignisse nicht unterschätzen. Ja. Währenddessen die Card Wallet natürlich wasserdicht ist, kann es natürlich sein, bei einem Wohnungsbrand oder wie auch immer, wenn die nicht in einem Safe drin ist, in einem feuerfesten, dann verbrennt die Karte. Ergo verbrennt auch der Private Key damit und damit kann ich die Bitcoins nie wieder versenden. Ja. Und das ist natürlich, damit sind sie wertlos für mich, weil die bleiben auf ewig in der Blockchain und niemand kann die Bitcoins mehr versenden. Zur Card Wallet selber vielleicht noch, möchte ich vielleicht ausführlich erklären. Wie kommt das zustande? Es ist eine separate Maschine gebaut worden von der OSD und von Coinfinity, die nur eine einzige Aufgabe hat, nämlich aus 3 unterschiedlichen Algorithmen Zufallspaare zu wählen. Und man weiß nicht im Nachhinein, welches aus diesen 3 Algorithmen, welches Zufallspaar jetzt an dieser Reihe war. In diesem Raum ist auch kein Mensch drinnen, sondern es wird alles automatisiert vonstatten. Der Raum ist auch nicht online. Und da kann man sich darauf verlassen, dass
das Schlüsselpaar Private und Public Key auf dieser Karte hinterlegt ist, sozusagen nie jemand zu Gesicht bekommen hat. Und es gibt auch keine Aufzeichnungen darüber. Also wir wissen nicht, welche Karte jetzt welcher Kunde hat, ja, bis auf den Moment, wo er dann sozusagen die Bitcoin-Wallets angibt. Aber wir wissen auch zum Beispiel nicht, dass diese Bitcoin-Wallet-Adresse eine Card-Wallet-Adresse ist. Ja. Und beziehungsweise glaube ich, dass man das nicht wissen kann. Und deswegen ein sehr, sehr gutes Instrument für diejenigen, die sich technisch überhaupt nicht auskennen, die aber auf jemanden vertrauen, der unsere Reisepässe druckt, ja, nämlich die OSD. Ja. Die haben mit Drucken von sensiblen Drucksorten extrem hohe Erfahrung, extrem hohe Erfahrungswerte und natürlich mit ältesten Bitcoin-Broker, mit Coinfinity, natürlich ein Top-Produkt. Ja. Und man muss sich ja nur vorstellen, diese Card-Wallet kann man jetzt natürlich für den Sparplan auch heranziehen, aber man kann das natürlich auch 0,01 Bitcoin drauf überweisen und weiterschenken. Ja. Ich bin ein Ex-Banker, ich sage immer, das ist wie das Losungswort-Sparbuch von damals, weil derjenige, der die Karte in der Hand hat, hat sozusagen auch die, ja, dem gehören eigentlich die Bitcoins, die oben sind, auch wenn sie bei anderen gekauft hat. Und deswegen macht das natürlich einen Sinn. Vielleicht eine kurze Info auch zur Card Wallet. Die Card Wallet versenden wir weltweit. Wir haben schon in alle Kontinente, ich glaube bis auf Australien haben wir schon verschickt, die Card Wallet. Das ist wirklich ein Top-Produkt. Und wir hoffen da mit dem Produkt auch noch weiter zu reüssieren, weil man muss ja noch ein bisschen weiterdenken. Wir haben jetzt da den ersten Fall einer tokenisierten Immobilie in Deutschland, die Black Manta Capital. Und wenn man sich das anschaut, ich glaube, das ist ein ERC20 Token, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, ich könnte sozusagen die tokenisierte Immobilie auf meiner Ethereum Card Wallet sichern. Ja? Also, und das sind lauter so Überlegungen. Das heißt, diese Card Wallet ist nicht nur ein Wertspeicher für Bitcoin, sondern er könnte zum Beispiel auch mein Immobilienportfolio darstellen. Oder er könnte auch mein Aktiendepot sein. Ja? Also so muss man auch weiterdenken. Und wenn man jetzt vergleicht den Aufwand, den es derzeit braucht, und ich habe das gerade live miterlebt, bei einem Online-Broker sich zu verifizieren, ja, im Gegensatz zu demjenigen, wo ich sage, okay, ich kaufe so ein Card-Wallet-Produkt und habe dann tokenisierte Assets da drauf und kann sie sozusagen sicher lagern, das sind natürlich ganz andere Sachen. Gut, soweit, so gut, meine Ausführungen. Gibt es dazu Fragen? Weil wenn nicht, habe ich natürlich was mit. Warte, ich muss kurz ablegen. Ich habe natürlich ein Muster von so einer Karte mit. Ja. Und zwar so schaut es dann aus in echt. Vorne ist eben der QR-Code drauf von Public Key. Und hinten, jetzt schon freigerubbelt, ist sozusagen der Private Key drinnen. Ja, auch mit QR-Code. Ja. Und ja, ist im Scheckkartenformat. Es gibt verschiedene Sicherheitsmerkmale auf der Karte. Eine gestanzte Kartennummer, die ich dann sozusagen rippen kann und und. Also es ist wirklich ein Hochsicherheitsprodukt. Dass sich jeden, der unbedarft in Bitcoin investieren möchte und technisch nicht so versiert ist, an die Hand geben möchte. Ja, soweit, so gut zu meinen Ausführungen. Ich darf sozusagen die Aufzeichnung hiermit beenden und dann nochmals für die Fragenrunde aufrufen.